Gut, er hat's versucht. Was ist denn los? Na, wie weit kommst du? Oh, aber ihr könntet. Was ist denn da los? Anstehen, die traust sich nie, oder was? Achso, ist wegen dem Wolf anstehen, oder was? Na gut. Wäre das lohnenswert, dann wären die Maschinen für den Arsch. Ich würde schon gerne, dass ich die Maschinen durchlaufen lassen könnte. Gib mir dein Fleisch. Gut, das weiterleben. Ich hab das nicht geschafft. Der Hase war zu fliegen. Hm, warte mal, ich mach mal noch ein, zwei Bolzen mehr. Hui! Die tanzen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen, der mit euch eigentlich in die Hotels trainieren wollte. Sprich, wegen, ja, Gummi und Munition, die ganze Schose. Ich habe jetzt aber unten schon nachgeguckt und es hat sich nicht so rentiert, wie ich mir gedacht habe, eigentlich ja nicht. Und halt mir so überlegt, wir haben ja eigentlich noch den Plastik, dann nehmen wir das Plastik auseinander, dann müssen wir eben halt erstmal das verbrauchen. Und was ich dadurch rausgefunden habe, ist, wir haben eigentlich so viele, dass das ja nie ins Gewicht fallen tut. Weil wir haben die ganze Zeit immer Plastik gesammelt und haben gesammelt und gesammelt und gesammelt und haben das ja nicht verarbeitet. Naja, gut, jetzt habe ich mir ein bisschen was vorbereitet. Gut, dann können wir doch ein paar Kits herstellen. Warum ich das nicht noch nie gemacht habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich immer so ein bisschen was da haben und das hat sich immer mehr eingesammelt und mehr eingesammelt. Ich habe ja nie darauf geachtet, dass man das auch auseinandernehmen kann. Naja, lieber so spät als ja nie, wa? Das ist mir nämlich so in den Sinn gekommen wegen Papiere mäßig. Okay, Moment mal, das geht doch mit dem Plastik hoch. Ja, gut. Hallo? Spiel, bitte nicht ruckeln. Dankeschön. So, Fragmente? Müsste noch ein bisschen was da sein? Stoff ist das Problem, aber das ist es nicht das Problem, aber. Habe ich jetzt nicht gerade auf der. Halt, warte, eben. Nicht so viel auf der Tasche. Moment mal, war da nicht was? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Oh, drei Stück. Ja, also, wie gesagt, eigentlich wollten wir ja Schwarzpulver besorgen, aber das passt überhaupt nicht. Wie gesagt, nun habe ich mir. Achso, habe ich noch ja nicht erwähnt. Habe ich mich dafür entschieden, noch eins wie Maschinen-Genie aufzustellen. Die sind natürlich nicht so produktiv. Aber so brauche ich nicht hin und her rennen. Hielt ich erstmal für eine gute Idee. So, jetzt brauche ich mehr Stoff. Ich brauche mehr Stoff. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass man das umgehen kann. Durch den Teil Farm. Aber irgendwie sollte das nie so sein. Naja. It is so, wie it is, ne? Da machst du erstmal nichts. Jetzt. Achso, Eisenstücke. Nee, Blätter. Da hätte er die Blätter. Aber hätte er. Keine Blätter. Muss er machen? Ja, Blätter. Ja, tut mir sorry. Naja, manchmal ist es eben halt so. Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht. Ihr sagt, ich habe dann oben versucht, die ganzen Bäume außen zu, so in der Art auseinander zu kloppen. Weil wir müssen ja eben ein bisschen Weg frei machen für die nächsten Giants, was mir ja übrigens überhaupt nicht gerne gefallen tut hier. Ich habe das ja schon immer zweimal angesprochen. Es fehlt mir hier die Möglichkeit, das im Nachhinein einzustellen. Also im Menü. Weil es eben halt, ja, das Spiel nach einer Weile zu einfach ist, weil die Base irgendwie zu doll aufgebaut ist oder sonst irgendwie, dass man die Möglichkeit hat, beim Start irgendwie die Wellenstärke einzustellen. So quasi wie bei Seven Days hoch ist. Das fehlt mir hier ein bisschen. Ja, 30. So, was fehlt mir jetzt? Eisenfragmente, gut. Also nicht gut, aber willst du machen. Boah, das wäre schön, wenn sie sowas nochmal nachträglich einstellen. So wie gesagt, hier ist nicht immer gut, aber ist besser, als wenn ich jetzt die Kisten auseinandernehme. Erstmal ist bloß vereinzelt Kisten unten drin gewesen. Also ich habe die ersten vier Häuser gemacht gehabt. Und teilweise waren ja keine Kisten drin.
Und in die Kisten ist dann eben quasi auch bloß eh mal ein Körnchen drin. Und da habe ich mir gedacht, dann kannst du die Zeit gleich hier verbringen. Und hier ein bisschen rumbauen. Nicht wahr? Oh, da ist ja noch was drin. Und da kann ja auch noch ein bisschen sein, aber eben halt bloß ein Körnchen. Naja, gut. Machst du erstmal nichts. Auf jeden Fall haben wir erstmal unser Regenproblem gelöst. Echt, ich hab das komplett verschwitzt. Ich hab die immer unten in der Kiste und ich bin da immer vorbeigehuscht und hab gesagt, ja, nie dran gedacht, dass du die auch auseinandernehmen kannst. Und halt wie die Papiere hoch. Wer denkt denn an sowas? Na gut, jetzt bräuchte ich aber wieder eine neue Kiste, wa? Sag mal, kann ich nicht hier noch eine Kiste oben aufstellen? Ach, für einen Kumpel. Naja, Kiste auf Kiste kannst du nicht stellen. Du ich nicht, dass sie dienen. Nee, brauche ich noch. Nee, hab ich. Ja, probieren wir einfach mal aus. Probieren geht über Studieren, ne? Ah, siehst du, Plastik. Zum Glück habe ich nie alle verbraucht. Da, wie gesagt, das war ja bis hier unten in den Feuer gewesen. Gut, jetzt fehlt uns wieder ein bisschen was. Das eine geht nicht ohne das andere. So. Ja, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, Kisten über Kisten kannst du nicht stellen. Nee, da musst du irgendwas dazwischen stellen. Ich versuche erstmal, ich mach mal einfach erstmal wieder so ein Brett dazwischen. Und dann kicken wir nochmal nach, ob das nochmal geht. Gewiss. Vielleicht geht's ja nochmal. Nee, weil da ein Fenster ist, sieht nicht, ne? Schade. Hättest du gedacht, dass du das vielleicht nochmal bauen kannst, aber nee, leider nicht. Hätte ich da nochmal eine Kiste rüber gesetzt. Kannst du auch nicht tiefer setzen. So ungefähr. Schade. Schade, schade. Platzmäßig ist hier ein bisschen begrenzt, wie ihr seht. Ach, naja, gut. Eben halt nicht. Jetzt sollte nicht sein. Dann kümmern wir uns eben heute um andere Sachen, ne? Ich krieg das schon irgendwo unter. Ist ja nicht so, dass wir bloß eine Kiste haben. So, du kommst denn wieder da unten drin? Wenn ich nach unten komme... Ich drehe gerade Mausrad J, aber irgendwie... Ja, jetzt. Es wollte nicht. Na gut. Okay, dann haben wir das soweit. Dann kriegen wir eben halt oben ein paar Steine, mit denen ich nicht anfangen kann. Sag mal, kann man die Steine irgendwie auseinandernehmen? Und da vielleicht noch ein bisschen schwarze Pöfer? Weil wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja gleich mal richtig so kicken. Wegen Ausnahmezustand. Hm. Ja, welcher Tisch das ist, ist ja eigentlich total. Nee, du kannst bloß original Komponenten auseinandernehmen. Schade. Ich hätte jetzt mir neu gedacht, dass du die Steine ein bisschen kleiner machen kannst. Und, ne, okay, macht ja keinen Sinn. Aber hätte ja sein können, ne? So nebenbei, so hätte... Da waren noch ein paar Sachen, die ich da hätte drin schmeißen können. Ja. Hätte ja sein können, ne? Wie oft willst du es noch ausprobieren? So. Das passt noch darin. Das war's. Ne, da war noch welche. So. Das war's. Ja. Na gut. Wie gesagt, es geht voran. Langsam, aber es geht voran. Ich kann auch sagen. Plastikringe, wie gesagt. Habe ich da unten noch ein bisschen Platz? Ja, das war da unten. Na, komm. Komm schon. Würde gerne alle so ein bisschen die nächsten Bisse zusammen haben. Hey, Besuch. Na? Ich glaube, den hat's zerbröselt.
Gut, er hat's versucht. Was ist denn nun los? Na, wie weit kommst du? Soll ich mal einen kleinen Test machen? Hey, hey. So war nie geplant. Sag mal, muss ich jetzt, bevor ich das alt hier so ein bisschen schleifen lasse? Wie gesagt, hier ist noch genug drinne. Da vorne ist kaputt. Ne? Wie gesagt, wir könnten jetzt da vorne noch eine Blade Trap hinbauen. Oder zwei oder drei. Macht das Sinn? Hm. Oh, aber ihr könntet. Was ist denn da los? Anstehen, die traust sich nicht, oder was? Achso, ist wegen dem Wolf anstehen, oder was? Jetzt! Die sind wegen dem Wolf nie weitergekommen. Ja, auch geil. Also, das habe ich noch nie gesehen. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich baue da vorne noch zwei, drei Fallen auf. Was soll's? Wie gesagt, die kommen zwar so oder so nie durch, aber ich hab's. Ich kann's mir leisten. Dann machen wir das auch. Was brauche ich hier für Blade Traps? Blade Traps. Kabi Blade Traps. Jetzt sind die. Ich brauche zwei Fallmotoren. Maschinen, sorry. Zwei oder machen wir vier? Stromtechnischerweise kann ich mir das leisten. Ich mach mal vier. Oder? Ich würde sagen vier. Ich kann es mir jetzt leisten. So, wo habe ich jetzt... Ich habe ja oben noch... ENC Ringe gehabt. Aber ich muss mir ein bisschen ranschieben. Ich habe die doch letztes Mal noch nie verbraucht. Zwei Stück haben wir noch. Gut. Holz und so brauche ich ja auch. Egal. Was ich habe, habe ich. Bretter. Stellen wir nochmal zwei Motoren hier. Vier. Plastik. Siehst du? Und jetzt ist der Plastik dran. Naja, Mangel ist es noch nicht, aber. Naja, zwei. Zwei und dann brauche ich nochmal zwei Räder. Für mich irgendwie wie Rädert. Und nochmal zwei. Das heißt, wir können jetzt noch vier Blade Traps hinstellen. Seitlich. Gut, dann würden sie endlich den Weg nutzen, wa? Würde ich mal behaupten. Na du? Kam ein Pfeil geflogen, setz dich nieder in dein Gesicht. Ja, ja. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, weil, wie gesagt, die haben sich ja mal... Ja, okay, Wände kann ich jetzt immer noch abbauen. Halt, Wände macht das vernünftig. Da. Was jetzt? Hä? Ich hab die Seile vergessen. Ich habe an alle die Seile lassen. Wie konnte ich die Seile oben liegen lassen? Oh, du Noob. So. Wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Muss ja hier drin sein. Siehst du? Die sind vorhanden. Ich hatte sie nur aussortiert ja wegen... Oh, cheap, cheap, cheap. Hotel und so, ne? Da könnt ihr stolz sein. Ich bin da runtergerannt mit einem leeren Inventar. Habe ich aber nie aufgenommen. War so. Das war nicht interessant. So. Gut. Dann ist das auch zu. Soll ich jetzt hier auch noch, wie gesagt, hier ran? So. Das ist ja übertrieben. Wahrscheinlich ist es so, ja, jetzt kontraproduktiv. Aber hey, dann ist es so. Ich wollte es ja schwerer haben.
So, jetzt brauche ich 4 Motoren. Ey, der Kupfer hat wieder einen Sinn. Der Kupfer. Achso, habe ich ja schon ein Inventar. Muss mir halt ins Inventar stecken. Ich bade in meinen Loot. So. Soll ich ganz andere bauen, wenn du alles dir leisten kannst. Schwupp. Ich konnte... Hä? Achso. Er könnte jetzt ein kleines Problem geben, ne? Ich habe nämlich keine Fragmente mehr. Glaube ich zu wissen. Genau. Die sind mich gerade aus wegen Isney. Ist aber nie ein Problem. Ich glaube, wenn ich richtig höre, sind die Maschinen da hinten fertig. Das bedeutet, ich krieg auch wieder ein bisschen Eisen. Nehmen. Ah, 15 Stück. Siehste? Auch ab und zu mal zu Hause bleiben. Ist gut. Ist natürlich nachher im Schnitt scheiße, wenn nichts passiert. Aber so ist es eben halt mal, wa? Wat mut de mut? Oh, Alter, hin und her. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, da sind wir wieder. Ich musste jetzt 2 und 3 Mal hin und her rennen. Naja, man wie ist das ja. Aber ich habe jetzt erstmal alles produziert. Jetzt werten wir das auf, dann schließen wir das an. Wie gesagt, kann alles kontraproduktiv sein, was sie jetzt so sehr tragen. Boah, ich gehe jetzt da nicht rein. Ich kloppe denen die Base unter den Arsch kaputt. Aber dann ist es eben halt so, ne? Mal kicken. So, habe ich jetzt... Ich Idiot. Ja, gut. Jetzt habe ich alles vorbereitet, aber der Tool fehlt uns trotzdem. Zum Verbinden. Habe ich denn überhaupt Kabel genug? Ich weiß nicht, wir werden das gleich sehen. Nee, habe ich nicht. Aber nee, so schlimm. So, dann stellen wir uns jetzt halt nochmal schnell Kabel her. Weil, wenn ich was herstellen kann, ist es Kabel. So, mache ich mal 10 Stück. Das müsste auch für mich reichen. Dann schließen wir das an. Und sobald die Welle losgehen tut, Batterien alle. Genau so muss das ablaufen. So, sag mal, ist hier oben, das war ja auch ein extra Kreislauf, aber der ist ja durchgängig an. Aber der geht jetzt nach vorne, hier nach vorne. Ja, dann muss ich das da nochmal kappen. Ist der Grüne, der da hin tut. Und muss das erstmal hier dazwischen schalten. Ich hoffe, dass es nur aushalten tut. Dass es nicht gleich macht. Wir wissen ja, was passiert. So, und von ihr aus. Wieder. Hä? Achso, haut doch hin. Daran. Jetzt ist wieder alles angeschlossen. Und wird wahrscheinlich gleich beim ersten Mal durchballern. Ihr kennt es ja. Aber wie gesagt, ich staune, dass das hier gleich beim ersten Mal durchgeballert ist. Trotz, wo bloß 2 Schocker dran sind. Ich höre den ja nicht schreien. Was für eine Ruhe. Naja. Was für eine Ruhe. Ich hab's doch gesagt. Na gut, also wir haben jetzt das jetzt auch fertig. Jetzt müssen wir eben halt bloß noch warten auf das Schwarzpulver, ne? Das gute alte Schwarzpulver. Ich würde aber auch sagen, das werden wir gleich erstmal raketentechnischerweise umsetzen, denn wir hatten ja letztes Mal ein kleines Problem hier gehabt. Und das können wir dann gleich mal korrigieren. Wo sind sie denn? Da sind sie. Da 19 drin. Achso. Dann mache ich da noch die, halt, die Hälfte drin. Moment mal. Ja, mehr fehlt. Du kriegst. So. Machen wir so.
Wie sieht's hier? Alter, da fehlt ja nicht so viel. Machen wir es so. Ja. 56 Raketen. Das für immer zwei Giants, die hier ankommen, was ich lächerlich finde. Aber hey, so ist es nun mal. Ich hoffe, dass sie da noch was einfügen. Irgendwann mal, dass man nicht nachstellen kann. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist ja, kann ja so bleiben, aber eben halt die Menge. Das wäre cool, wenn man das noch einstellen könnte, nachträglich. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der bauen tut wie so ein Weltmeister. Oder was heißt wie ein Weltmeister? Also, der denken tut, der braucht wie ein Weltmeister. Sag mal lieber so. Und dann irgendwann mal die Welle irgendwann mal zu leicht wird und dann gerne den Schwierigkeitsgrad, also die Menge der Zombies hochdrehen würden, tun sollen. Ja. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Nun gut. Der Kabel und so, Binder und so kann wieder zurück. Er wird nicht mehr gebraucht. Alter, wie gesagt, ich hoffe, dass das funktionieren tut. Ich habe jetzt auch nichts, dass ich das so mal schnell ausprobieren kann. Es sei, ich hole mir ein paar Zombies. Das Problem ist aber, dann müsste ich erstmal so schnell hochkommen und dann sind sie schon tot. Alle zu voll. Na gut, ich könnte das auf 1000 hochsetzen. Moment mal, mein Garten, der müsste eigentlich schon fertig sein, ne? Also, wie gesagt, ich habe das frühest eingepflanzt. Müsste schon fertig sein. Wie mal kurz runter in den Garten gucken. Oh, ich wollte gerade sagen, ein Vogelnest und da sitzt ein Vogel drauf. Ja, wie gesagt, wir werden das jetzt hier noch durchziehen bis zur 40. Welle und dann machen wir hier eine kleine Pause. Weil, wie gesagt, das wiederholt sich ja alles und, ja. Eine Wiederholung. So, ist noch nicht fertig. Ja, macht Sinn, dass das länger dauert. Aber ich brauche doch jetzt. Jetzt sofort. Na gut, altmodische Art und Weise. So haben wir das damals hingekriegt, also reicht das für heute auch. So. Wie gesagt, dass du hier so wenig Schwarzpulver rauskriegen tust, oder generell aus Eisen oder Steine, wie gesagt, das ist nicht lohnenswert. Na gut. Wäre das lohnenswert, dann wären die Maschinen für den Arsch. Obwohl sie es jetzt zur Zeit sind, weil, wie gesagt, Schwarzpulver produzieren die nicht so viel. So viel, wie ich eigentlich bräuchte. So rum. Sagen wir mal so. Ich würde schon gerne, dass ich die Maschinen durchlaufen lassen könnte. Aber dazu bräuchte ich schon eins wie Patrönchen mehr. Na, mach den Baum weg. Na, ein, zwei Stück sind zusammengekommen. Sag doch. Es geht auch so. Das andere ist bloß bequemer. Okay. So, das haben wir auch. Gib mir dein Fleisch. Gut, du darfst weiterleben. Ich hab das nicht geschafft. Der Hase war zu flink. Alles gut. Okay, 18 Uhr. So, jetzt habe ich 95. Achso, hier unten zieht er ja weiter. Ja, gut, du kannst auch weg. So. Achso. Na gut, ich
Wenn ich genug Material, ich würde auch denn jetzt anfangen mit den Jugendpfeilen oder so. Aber wie gesagt, das ist eine reine Verschwendung, ist das. Wenn ich jetzt die Bolzen jetzt neu herstelle, bräuchte ich Eisenbarren. Und Stämme. Und bitteschön. Wenn ich das jetzt umwandle in Eisenbarren, daraus Pfeile mache. Hallo. Das wird ganz schön intensiv. Aber dann könnte ich, dadurch würde ich da oben wieder ein bisschen Platz schaffen, weil die Holzstämme wären weg. Hm. Gut. Ich müsste dann eben halt bloß genügend die Maschinen am Laufen halten, ne? Und ich bräuchte eine Tonne an Äste. Hey, wie gesagt, das ist ein Leben von Hand im Mund. Wie gesagt, wenn ich jetzt diese dahin herstelle. Aber wie ist denn. Ach, das sind nicht mal 10 Bolzen, ne? Stimmt ja. Macht Sinn. Achtung! Würde ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr ist. Könnte, wie gesagt, eins denn umstellen? Nach und nach? Hm, warte mal, ich mache mal noch eins, zwei Bolzen mehr. Wie gesagt, dass wir nach und nach umstellen. Das Holz muss eh verarbeitet werden, was soll's. Dann kann ich das gleich auch mitverarbeiten, dass das umgewandelt wird. Ja, komm, was soll's. Dann sind sie eben gleich kaputt. Aber wie gesagt, kostet jede Menge Eisen. Hui! Die tanzen. Sie freuen sich auf die Welle, die der Morgen kommt. Gut, dann muss ich erstmal hier ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Da muss ja was raus und muss woanders rein. Nö. Gut. Bringt richtig viel, ne? Man sieht's. Vorbereitung ist alles. Hey, Besuch. Kannst du mal bitte mit Anstand sterben? Das könnte ins Visikündchen dauern. Hä? Ich wollte gerade sagen, bis ich das umgestellt habe. Scheint eins wie mehr zu sein, ne? Macht das da unten nicht kaputt? Ich muss das hier umstellen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich auf euch zu konzentrieren. Sechshundert ist gut. So, dann kann das auch daraus, die wenigsten eine, also Upgraded Bolzen steht ja da. Dann mache ich zwei erstmal so, mit Upgraded Bolzen und zwei mit die anderen, bis die im Teil leer sind, wisst ihr? Glaubt, das ist eine gute Idee, ne? So, dann können nämlich hier die anderen drin. Boah. Das macht Sinn. Erstmal. Und dann stellen wir unsere Produktion um. Alter, das kann was werden. Naja, gut. Noch habe ich das. Noch kann ich mir das leisten. Muss ich eben halt mehr produzieren. Ja, seht ihr? 1000 passen drin. 1000 sind denn drinne. Gut. Bitte will er zurück. Dann werden wir mal schnell das in Holz umwandeln. Wie gesagt, dann brauchen wir bloß noch Eisen. Noch haben wir Plastik, jetzt können wir das herstellen. Gut, dann werden wir das mal machen, wa? So, Baumstämme. Ja, alle Baumstämme. Ich sollte noch ein paar übrig bleiben lassen. Für ein Bauprojekt. So.
Segel. Das sind ganz schön viel. Sag mal, kann ich nicht. Da kriegst du ja bloß die Baumstämme wieder raus. Das würde nämlich dann auch gerade in meinem Kopf ein wenig Sinn ergeben, dass du eben Holz ganz clean machen tust und eben halt auch. Aber ich glaube, dann würde das Spiel wieder zu einfach sein. Dann wäre das Spiel zu einfach. So. Dann haben wir das fertig. Ihr sagt, ich muss dann die nächste kicken, dass ich dann das nächste herstelle, was Eisen angehen tut. Dann muss ich das da unten erstmal wieder hochholen. Naja. Wir kriegen das schon hin. So. Und da kommt dann das drin für die neuen Bolzen. Ihr sagt, das eins, was mir stören tut, ist eben Tasse. So teuer. So teuer ist das. Tü-tü-tü. Schubidubidubidu. So liegt das noch hoch. Und dann haben wir es fast geschafft. Ja, nimm. Ja? Ich wollte gerade sagen, warum kannst du das nicht ernten? Ist doch alle da. Ich werde hier auch noch ein paar Fackeln hinstellen. Habe ich Material mit bei? Nee, das Baumaterial habe ich halt zur Hause lassen. Schade. Nee, ich kann trotzdem herstellen. Cool. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Gut, dann kannst du hier auch in dunklen Ernten gehen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir das jetzt fertig. Dann könnten, wie gesagt, ich brauche mehr Fleisch. Ja, hier muss auch noch jemand, das ist mir zu, wie gesagt, zu duster. Das ist hell genug, oder? Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen Licht aufstellen. Wie gesagt, falls wir irgendwann mal rennen müssen in der Nacht. Aber ist jetzt noch nicht nötig. Dann stellen wir mal wieder ein bisschen Eisen hier. Halt, 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 zurück. Das Schießpulver rauspulen. Und dann haben wir das fertig. Upsi, und ich habe schon wieder auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass wir wieder leicht, bis jetzt hier ganz leichte Überlänge haben. Na gut, wenn ich das schneide und alles so hat, wie ihr sagt. So ist es nun mal, wa? Muss erstmal alles vorbereiten. Wie gesagt, ich könnte jeden Tag so eine Welle raushauen, aber dann wird irgendwann mal langweilig. Und wie gesagt, Bauprojekt mit bei muss drin sein. Oder eben Teil Beschaffungsmaßnahmen. Das gehört dazu. So. Na gut, Leute. Alles soweit geschafft. Ich werde jetzt noch ein paar Bolzen herstellen. Schwarzpulver, glaube ich, wird jetzt in der Zeit nie so schnell fertig. Aber wir sind eigentlich gut vorbereitet. Also müsste auch für morgen, also für die morgige Welle 36 reichen. Und dann kicken wir weiter, wa? Ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn, dann wisst ihr ja, Däumchen, Träumchen und so, würde mich freuen. Und freuen tut es mir auch, wenn wir uns morgen wieder sehen. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Tschüssikowski.